Toronto, mit 2,6 Millionen Einwohnern die größte Stadt Kanadas und mit seiner wunderschönen Lage am Ontariosee ein absolutes Highlight für jeden, der unbedingt mal nach Kanada wollte. Hier sind unsere besten 5 Tipps, die ihr unbedingt in Toronto machen solltet. Vorab sei gesagt, du hast natürlich nicht nur eine wunderschöne Natur um Toronto herum, sondern auch eine bunte Mischung aus Kulinarik, aus Kultur, aus Architektur und vielen, vielen Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt. Jetzt geht's aber los mit den Tipps und da fangen wir an natürlich mit dem CN Tower, dem Canadian National Tower. Der wurde 1976 in nur 3 Jahren erbaut im Herzen Torontos und ist seitdem das Wahrzeichen der Stadt. Mit seiner Höhe von insgesamt 553 Metern galt er lange, lange Zeit als höchstes freistehendes Bauwerk der Welt, bis er 2007 von Burj Khalifa in Dubai überholt wurde. Allein die Fahrt mit einem der Aufzüge bietet dir unglaubliche Ausblicke auf die Stadt. Auf 342 Metern findet man zunächst die Glasboden- und Freiluftplattform. Und diese ist nicht mal geschlossen, sondern durch Gitterstäbe gesichert, sodass du durch die Gitterstäbe hinweg eine Aussicht ohne Hindernisse genießen kannst. Und durch den Glasboden kannst du auf die Stadt hinabblicken. Ein Stockwerk höher, auf 346 Metern, liegt das Café und die Innenplattform. Und weitere 5 Meter höher kannst du den Ausblick aus einem Drehrestaurant genießen, das sich innerhalb von 72 Minuten um die eigene Achse dreht. Für die ganz Mutigen unter euch, aufgepasst, ihr könnt nämlich auf dem Edgewalk laufen. Dabei kannst du den Turm auf dem Wandvorsprung des Drehrestaurants umrunden und bist dabei nur mit einem Klettergeschirr gesichert. Am Ende noch ein kleiner Tipp zum CN Tower. Besucht die Aussichtsplattform bei klarem Wetter, denn wenn ihr Glück habt, könnt ihr dann aus der Ferne die Gicht der Niagara-Fälle sehen. Tipp Nummer 2. Nicht in der Luft, nicht an Land, sondern auf dem Wasser. Denn da kannst du eine wunderschöne einstündige Bootsfahrt mit perfektem Blick auf die Skyline machen. Am Hafen von Toronto startest du deine Bootstour. Und auf dieser wirst du ganz, ganz viele tolle Informationen von deinem Kapitän über die Stadt zu hören bekommen. Vom historischen Pier 6 schaust du auf die glitzernde Skyline, auf den CN Tower, auf das Rogers Center und auf den First Canadian Place. Und wer ein bisschen mehr Zeit hat, dem stehen in Toronto auch viele weitere Bootstouren zur Verfügung. Zum Beispiel zu den Niagara-Fällen. Aber egal, ob du nur kurz oder länger hier bist, eine Bootstour gehört auf jeden Fall zum Pflichtprogramm. Bleiben wir doch beim Wasser und zwar mit unserem dritten Tipp, dem Ripley's Aquarium. So eine Unterwasserwelt zieht doch eigentlich jeden in seinen Bann, oder? Und das Ripley's Aquarium in Toronto ist der perfekte Ort dafür. Über 16.000 Tiere findest du in den verschiedenen Unterwasserwelten, in den verschiedenen Aquarien, die dich in eine ganz andere Welt eintauchen lassen. Und das Highlight ist der größte Unterwassertunnel Nordamerikas. Den durchquerst du auf einem Rollband durch das Hauptbecken, in dem sich die verschiedensten Tiere befinden. Besonders ist hier, du wirst eingeladen, vieles selber auszuprobieren und sogar anzufassen. Die Unterwasserwelten sind super abwechslungsreich, optisch aufregend, interessant gestaltet und definitiv ein Ort, der nicht nur Kinderaugen leuchten lässt. Und noch ein kleiner Tipp dazu. Das Aquarium befindet sich in unmittelbarer Nähe zum CN Tower, also perfekt geeignet, um die beiden Attraktionen miteinander zu verbinden. Tipp Nummer 4, der Distillery Historic District. Dieser Bezirk östlich der Innenstadt ist geprägt von der Architektur aus dem 19. Jahrhundert und wurde offiziell zum historischen Denkmal der Stadt erklärt. Hier findest du Kunst, Kultur, Galerien, Unterhaltung und ganz, ganz viele angesagte Bars und Restaurants. Und besonders Kunstliebhaber kommen hier mit den verschiedensten Tanz- und Musikveranstaltungen sowie Bühnenstücken auf den verschiedenen Theatern des Viertels auf ihre Kosten. Etwas ganz Besonderes ist aber das Case Goods Warehouse. Das Gebäude beherbergt ausschließlich Studios und Werkstätten von Handwerkern, von Kunsthandwerkern und Juwelieren, die alle frei zugänglich sind. Geh also spazieren, lass dich treiben, beobachte die Leute, komm zu Fuß oder mit dem Segway, aber bring auf jeden Fall genug Zeit mit, denn hier gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Und vor allem im Winter lohnenswert, denn hier findet auf den Straßen der Stadt im Dezember der jährliche Toronto Christmas Market statt. Und unser letzter Tipp. Zugegebenermaßen kein Geheimtipp, aber wenn ihr in Toronto seid, dann dürft ihr euch auf gar keinen Fall die Niagara-Fälle entgehen lassen. Die sind von Toronto aus nämlich nur knapp über eine Stunde entfernt und selbstredend eines der Highlights ganz Kanadas. Hier stürzen ungefähr 3000 Liter pro Sekunde die knapp 57 Meter hohen Fälle hinab und bieten Besuchern ein unglaubliches Naturschauspiel. Und wenn ihr euch dem Besucherströmen so ein bisschen entziehen wollt, dann kommt am besten unter der Woche früh morgens oder noch besser, bucht einen Helikopterflug, um diese wahnsinnig tolle Szenerie aus der Vogelperspektive zu sehen. Das waren unsere Top 5 Highlights aus Toronto. Wenn ihr Fragen habt zu eurem Toronto-Urlaub, dann logischerweise schreibt uns gerne eine Mail, ruft uns an oder macht einen Termin zur Beratung aus. Wir würden uns freuen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen inspiriert, nach Toronto zu reisen und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen.